Bin ich dumm eigentlich, oder was? Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag oder Abend. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einer neuen Folge von Super Mario Brothers Wacholder. Wir sind hier in den Fungiminen unterwegs. Ganz, ganz fleißig sind wir am grünen Stempel sammeln für die 120%, die natürlich auch hier gefragt sind und haben eine Party, eine Party-Einladung, die gibt's heute als erstes, kein reguläres Level, sondern einfach eine kleine, wundervolle Party in der Fungi-Arena, ja. Da bettelt sich der Champignon gegen den Fliegenpilz und der Fliegenpilz gegen den Portobello. Das alles passiert hier, ja. Was haben wir denn zur Auswahl an Power-Ups? 4 Stück insgesamt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder... Na, wahrscheinlich hier muss man bestimmt bohren. Hier sind bestimmt Gegner oben oder unten an den Wänden dran. Das ist meine Vermutung. Okay, warte. Ich muss hier einfach das hier aktivieren. Hallo? Und wie geht die? Ach, die bewegt sich einfach nur. Die eine Lampe kommt da aber gar nicht hin. Aber warte, ich muss kurz gucken, dass er hinkommt. So, und dann stirbt er. Okay. Das ist ein bisschen taktisch. Weil natürlich die Hui Buis, die haben ein ganz eigenes Movement-Verhalten. Ne? Da muss man mal gucken, wie dreht man den Rücken zu. Bisher ist meine Theorie nicht so, wie ich sie mir wünsche. Aber ich habe trotzdem alles sehr, sehr schnell gemacht. Ich hätte vielleicht noch ein zweites Power-Up mitnehmen sollen. Ne? Update-Daten erfolgreich runtergeladen? Für Mario Kart? Achso, letzte Streckenwelle und so weiter, ne? Okay, ich glaube, hier soll ich testen. Hier ist bestimmt Gegner hin drin, ne? Das ging überlangsam, Alter. Wo sind die denn? Hey, wo ist der letzte? Oh Gott, jetzt gibt er mir auch noch auf den Säkel. Kleiner Mario, ich bin fast am Sterben. Jetzt muss man hier noch rausfinden, wo welche Gegner sind. Das ist ein ganz anderes Battle. Ganz anderes Niveau, was hier gefragt wird in der Fungimine. Okay, ich bin ein bisschen überfragt, wie ich das jetzt hier ohne Power-Up anständig machen soll. Kriege ich die denn hier auch... Okay, ich kriege die auch drinnen platt. Ist trotzdem ungünstig, ne? Okay, ja, genau so. Wir bauen echt lang, scheiße. Hat er sich gerade in dem Moment umgedreht? Es ist aber, man muss ehrlich sagen, Leute. Es ist besser so. Ich nehme mal den Rankenschuss mit. Es ist besser, dass wir hier jetzt, auch wenn es gleich zu Anfang von der Episode ist, dass wir gestorben sind. Denn ich war etwas nachlässig. Ich war nachlässig aus vielen Gründen. Entscheidungen, Entscheidungen. Nehme ich trotzdem mit. Als Alternative nehme ich aber hier noch Feuer mit. Weil nur mit einem Power-Up reinzugehen, ist ja schon mal gar nichts. Ne? So, man rennt hier halt nämlich einfach durch. Dann einmal hier kurz rübergezogen, den ganzen Aal. So, dann lassen wir ihn hier kurz näher ranlaufen und dann hat man das auch. 13 Sekunden und 20. Da gibt es einfach ein paar Dinge, auf die muss man achten. Aber ich habe jetzt auch gerade übrigens Feuer drin, ne? Ach scheiße, das wollte ich dafür gar nicht. Ich wollte hier eigentlich mit einem... Ja, egal, egal, egal. Egal, alles gut. Das kann man so schon schnell machen. Jetzt haben wir halt dafür den Bohrer. Wahrscheinlich können wir mit dem Bohrer ja aber auch irgendwie durch den Schleim durch. Habe ich bisher noch nicht so oft benutzt. So, wo sind hier welche? Du bist einer, ne? Sind das immer die gleichen, ist die Frage. Also ist jetzt dann auch eins gleich hier unten. Ach stimmt, warte, wir müssen ja hier durch. Dann kurz durch den Hintergrund. Das geht echt lang. Ich finde vor allem, die Zeit zählt ja auch einfach weiter, während man durch die Tür durchgeht. So, das warst du hier unten, ne? Und rein da. Zack. Und schnell los geht's, los geht's, los geht's. Aber hier kann doch nicht unter 70 Sekunden sein, oder? Die, Herausforderung. Kann ich hier so durch? Also die brauchen ja ewig.
Das braucht ja ewig. Ewig braucht das. Ich glaube, die Frage ist unter 70 Sekunden. Krass, aber da brauche ich ja unbedingt eigentlich möglichst die ganze Zeit ein Feuerpower-Up. Okay. Nevermind, da habe ich mal wieder zu hart auf mich drauf geschaut. Hier ist es eben nicht 70 Sekunden, sondern 90. Wir haben alle 10er Münzen drin. Einmal sind wir gestorben. Da finde ich auch 83,79 jetzt eigentlich eine ganz solide Zeit. Geht aber natürlich noch mehr. Na, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da geht natürlich noch mehr. Vor allem am Ende bei den Slimes, da sind wir einfach langsam unterwegs. Vielleicht kann man da auch nochmal was mit einem Abzeichen machen. Ich weiß ja immer noch nicht, ob man sich in dem Schleim auch mit dem Delfin-Abzeichen schön schnell bewegen kann. Kurz die Lippen etwas befeuchten. Ich habe einen eingerissenen Mundwinkel. Aua! Was haben wir denn hier für ein Levelchen? Ein schönes Levelchen. Was haben wir für ein Levelchen? Du, lass mal rein in das Levelchen hier. Das sieht schleimig aus. Expedition Nummer 3, Giftruinen mit Schwierigkeit 4? Das klingt nach einer gemeingefährlichen Expedition, aber ich bin natürlich genau der Richtige dafür. Mit meinem absolut wundervollen, geilen Bohrerhut werde ich mich hier reinbegeben und alles erforschen. Oh, grüß dich! Ich konnte dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Wir haben es nach unten geschafft. Hoffentlich geht es den anderen gut. Wir sollten jetzt vorsichtig sein. Das hier sind die letzte Ruine und es könnte ziemlich gefährlich werden. Okay, und du bleibst einfach draußen stehen? Ja, cool. Ja, Bruder, wirklich lit von dir. Hallo. Wirklich nice, dass du einfach unten stehen bleibst, während ich hier Tomb Raider spielen darf. Gegen all diese gemeingefährlichen Gegner. Ich wollte eigentlich da mal hochgucken. Können wir das nochmal kurz organisieren, du? Bist du vielleicht ein Kleiner? Okay, das hat nicht so geworkt, wie ich mir das gehofft habe. Keine Ahnung, ob man da hätte hochgehen können. Möglich. Sehr gut möglich sogar. Ich kann ja nochmal... Oh Gott. Naja, sind wir halt mal runtergegangen. Ich glaube, also, na, jetzt sind wir ja erst richtig drin. Das ist ja hier quasi eine halbe Zwischensequenz. Eine halbe Erzählung. Tief runter ging es vor allem auch. Und da ist auch direkt der Checkpoint. Ist das ein Boot? Na, es fährt zumindest nicht nach rechts, sondern eher... Ja, woanders her. Oh Gott, Alter, was ist bei dir los, du Frechdachs? Tritt der mir hier einfach ins Gemüt? Blasen-Power-Up haben wir bekommen. Ah, damit wir hier hoch können, oder was? Oh, guck mal, da hat die Ranke was gebracht. Oh, oh, ich hab schon kurz habe ich nachfragen wollen. Ist es ein Level, das auf Timing geht? Und ja, die Suppe hier, die steigt durchgehend an. Ich weiß nicht, ob wir links vielleicht irgendwas verpasst haben. Ich hoffe irgendwie nicht. Aber es könnte auch sein. Okay, jetzt spüre ich aber hier, wo die Schwierigkeit herkommt, ne? Die Suppe kommt! Alle 10er Münzen bisher aber solide drin. Und hier ist eine Röhre. Ist rechts vielleicht noch irgendwas, was ich verpasst habe? Die Suppe steigt immer noch weiter an. Das kann ich mir nicht angucken jetzt. Ich könnte mir vorstellen, das mir hat gefehlt, aber ihr euch vielleicht auch. Deswegen habe ich es offen gelassen, dass sich da möglicherweise The Wonderflower befindet. Drehbuch! I'm the blob again. I'm the blobity blob. I love blobbing around. I'm the blob that I found. Blobbity blob. Was ist hier los? Wo geht's hier gerade lang? Okay, da wäre auch ein Ziel, ne?
jetzt vielleicht als Blob könnte ich da auch durch. We going Blob again. I love being a blub blub. I'm blubbing around on my life. Ich liebe es zu blubben. I'm a blubbity blub blub. Und ich bin ein Blub. Ich blub ja schon mein Leben lang. Weil ich so viel blubben kann. Was liegt jenseits von hier? Die will ich gar nicht haben, die olle Fahnenstange da, Alter. Das ist doch wirklich... Da kann man dann auch drüber, ne? Gibt's ja aber hier... Warte, fall mal runter. Oh Gott, Alter, was für ein Move, Mario. Geht's hier regulär weiter? Nee. Richtige Fake-Fahnenstange. Die würde ich mir so nicht mal ins Schlafzimmer stellen. I'm a blubbity blub blub. Gut, hier geht's also lang. Fantastisch. Wo ist denn die 10er-Münze, Kollegs und Kupas und Freunde und also alles, was da dazugehört? Jetzt holen wir halt erstmal, komm, erstmal den Samen raus. Erstmal den Samen rausholen. Jetzt blöbidi blöb blöb. Aber blöbidi blöb. Geht nicht aber wieder nach oben? Dann okay, dann machen wir das mal so. Wow, Alter, wow, das ist aber stressig jetzt. Ich habe mich kurz gestresst gefühlt, aber nur kurz. Ist in Ordnung, kurz Stress fühlen. Gar kein Problem. Nur dann auch wieder später für die nötige Entspannung sorgen. Okay, Kollege. Sehr schön, gefallen mir aber hier wirklich auch wieder die Temple Run Vibes, ne? Sich verwegende, bewegende Blöcke. Verwegen sind sie auch, weil sie mich die ganze Zeit auch gleichzeitig crushen wollen. Mit ihren thick thighs. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn hier los? Guten Tag, hallihallo, moinsen. Ich sammle einfach alles ein, weil ich will bald wieder zu viel Geld auf dem Konto haben und dann muss ich wieder alles im Shop ausgeben. Das wird's. Oh, wow! Die Sonne. Das ist sehr schön. Das ist richtig Umgebung. Hier passiert richtig was in der Umgebung. Schön hier, aber waren sie schon mal im Wadewürttemberg. Oh, warte. Ich muss ja ganz woanders ranspringen. Und auch kein Zeitlimit. Gar kein... Gar kein Stress. The Molten Core. Oh, there it is. The Wonder Seed. Do you want to have your own Wonder Seed in your home? Let's order your Wonder Seed at age 9. Wäre ganz oben die 10er-Münze gewesen, sei ehrlich, Spiel. Sei ehrlich mit mir. Sei ehrlich, nee, nix, ne? Boah, Alter, wie hoch wir hier auch sind. Oh Gott, Mario. Gut, wo geht's denn raus, da? Schee? Olle Sache. Okay. Diesmal habe ich das mit den Zielen raus, aber mir fehlt eine 10er Münze. Vielleicht findet man die auf dem regulären Weg, ohne den Wundersamen zu aktivieren. Oder man hat dann eben dieses Fake-Ziel, was man nehmen muss. Ich würde gerne mit dir reden, freundlicher Poplin, aber das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen muss ich leider nochmal los. Es geht halt nun mal nicht anders, aber ich hole mir kurz einen Superpilz dazu. Muss jetzt nicht sein, dass man da gleich am Anfang irgendwie drauf geht oder so. So ein Checkpoint-Start wäre dafür auch schön. Also ich weiß ja ziemlich sicher, dass hier nichts passieren wird vor dem ersten Checkpoint. Weil es die letzte ist. Außer da oben wäre noch irgendwas. Oh, da oben ist tatsächlich irgendwas. Oh, wer auserwählt wurde? Das große Licht erlangen. Bist du auserwählt? Das wird sich noch zeigen. Holy shit, Super Mario Bros. Wonder Lore. Super Mario Bros. Wonder Iceberg Explained. Allgemein ein Level, in dem viele Dinge langsam passieren. In dem ich nicht einfach so rennen kann. Und der hier mit seinem Tritt, ne? Das ist wirklich, den werde ich immer ermorden. Ha! Komm, ein bisschen Aggression raus. Kam sie einfach raus, ich sag's wie es ist. Ich kann nichts für. Ich kann wirklich gar nichts für. Aber es musste einfach sein.
Ich hab's ihm gegeben. Ja, hier ging's doch auch nach rechts. Ja, hier geht's ja allgemein. Hier geht's an so vielen Ecken. Geht's hier. Komm, mach mal hier einen Abgang, bitte. Geht's hier irgendwie entlang? Ich meine, was ist das hier alles? Ich ignoriere jetzt einfach mal kurz. Hier. The Wonderflower. Du! Gehst du etwa schon? Ich will nicht. Ich will nicht gehen. Sie muss in Kombination damit sein. Okay, also man braucht den Samen. Ansonsten erinnere ich mich an früher und hole mir meine Fühler. Was liegt jenseits von ihr? Das ist ja wirklich ein ganz komisches Ziel. Ich denke mal, passiert aber nichts, wenn man da reingeht. Ich will nur die 10er-Münze. Bin ich hier irgendwo dann falsch abgebogen? Aber hier gibt es doch gar nicht so viele Wege, die man überhaupt nehmen kann, ne? Weißt du, warum ich das gemacht habe? Möglicherweise, um einfach gleich das Fühler-Power-Up anzulegen. Vom Checkpoint aus. Ist es irgendwo? Warum? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich drücke einfach auf B. Na, ich werde ungeduldig. Aber wir haben ja jetzt auch gut Luft, ne? Mit der Folge, wo das erste Mal die kleinen Schlinglianen am Start waren. Ich habe gezählt, 9 Tode waren es. Das sind bisher, glaube ich, die meisten Tode in einem Level. Natürlich nicht, um den Level zu beenden, sondern eben um den Level mit den Ansprüchen abzuschließen, die ich und ihr erwarten könnt. Also ihr könnt sie vielleicht noch nicht erwarten. Ist ja ein Benefit. Nice Benefit, ich sag ja hier crazy. Guck mal, wie ich mich strecken kann. Bin ich dumm eigentlich, oder was? Man wird einfach So, jetzt machen wir mal einfach langsam. Wie die letzten Schlaftabletten. Da ist sie, ich sehe sie sogar. Ich brauche. Ha, okay, Leute. Trotz, ich habe sie gesehen einfach. Nix mit, hier. Dem, Power-Up. Oh, komme ich jetzt gar nicht mehr runter? Doch, ich komme noch runter. Es ist nichts mit dem Power-Up, gar nichts. Ich habe gar nicht das Fühler-Power-Up gebraucht. Ich habe es selbst entdeckt. Sehr gut. Da konnte ich direkt, konnte ich den Leuten zeigen, die gesagt hätten, heute hast du das Fühler-Power-Up aber früher ausgepackt. Hätte ja bestimmt niemand. Ihr seid ja alle lieb. Aber trotzdem selbst entdeckt. Aber jetzt muss ich hier nochmal komplett den ganzen Way gehen, ja? All the way. Everybody do the blob. Und rein da. Ist alles grün jetzt? Ja, schön. Was hast du denn noch zu erzählen hier? Helfen hättest du können. Halbe. Ich bin beeindruckt. Du hast den Weg durch diesen Ort gleich bei deinem ersten Besuch gefunden. Und dabei verlaufe sogar ich mich hier so oft. Jetzt ist der Weg zu meinen Freunden hier unten endlich frei. Ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Komm, finden wir sie. Tu noch etwas. Ja, der hat wieder einen One-Up-Pilz hier gefunden. Toll. Also selbst ein ganz normaler Pilz wäre hilfreicher. Ist das jetzt schon wieder kurz vor Ende? Poplins in Not. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Was keuchst du denn schon? Oh nein, Moment, können wir nochmal neu starten, bitte? Wieso darf ich nicht neu starten? Level verlassen. Ich will ja hier nicht mit dem Fühler-Power-Up starten. Das habe ich gerade leider übersehen. Hier kommt auf alle Fälle noch was danach. Was nehmen wir denn dann mit? Toko-Sprung. Oder nee, warte, wir holen uns einfach einen Pilz. Automatischer Superspilz. Superspilz? Superspilz! Weil ich so super spiel! Ich komme! Juhu! Bitte weh, ich bin wieder Blob. Es ist wirklich... diese Verwandlungen sind mir ein bisschen overused. Weil ich habe jetzt das Gefühl, das gleiche Level von vorher eigentlich nochmal zu spielen. Und diese Verwandlungen bleiben mir auch nicht so gut in Erinnerung wie... Wunderblumen, die anderen Kram machen. Ich meine hier... Hä? Das war's doch jetzt nicht.
Ihr habt Spitzhacken, ihr kleinen Schlawiner. Damit hättet ihr euch vielleicht auch rausgraben können. Was? Dui, wir sind gerettet! Wir haben nach einem Königsarm für dich gesucht, Prinz Florian. Schließlich wollten wir auch helfen. Und wir haben einen gefunden. Er soll euch helfen, diesen Kerl loszuwerden, der uns nichts als Unheil bringt. Wow, ihr seid so tief in die Mine hinabgestiegen, nur um mir zu helfen. Ich bin so dankbar, dass wir einen für uns gefunden haben. Den nehme ich gerne an. Es ist passiert. Ich habe die gleiche Wahl getroffen oder genau die Wahl getroffen, die dazu geführt hat, dass wir wieder keinen Bosskampf haben. Will ich nicht. Behaltet ihn. Tschüss. Ich will hier raus. Das finde ich etwas zu kurz. Das finde ich wirklich zu kurz. Also so wie auch schon in der vorherigen Welt. Da fehlt mir die große Herausforderung davor. Auch wenn wir davor irgendwie ein 4-Sterne-Level oder sowas hatten. Also gut, alle miteinander. Geh mal nach Hause. Für halbe. Du hast wirklich schlechte Minenarbeiter ausgebildet. Die können sich hier nicht mal rausgraben, obwohl das ein einziger Weg ist. Und so bewahrten Mario und Prinz Florian alle in der Fungimine vor einem schrecklichen Schicksal. Mit dem vierten Königssamen in der Hand überlegen sie nun, was ihr nächstes Ziel sein soll. Der weiße Sand der wolkenlosen Wüste oder die Lavatümpel der Magmatiefen. Nur eines ist sicher, Mario und der Prinz müssen ihre Reise fortsetzen, um Bowsers Pläne zu vereiteln. Mach so weiter. Und die Welt war leider auch wieder überraschend kurz. Also das ist ja in 2-3 Folgen wirklich abgeknuspert. Herzlichen Glückwunsch. Und auch direkt zu 100% wieder. Das Einzige, was wir jetzt halt noch finden müssen, ist den Spezialausgang. Gut, dann kehren wir mal zu den Blüteninseln zurück. Dabei geht es steil nach oben, also knackt es vielleicht in deinen Ohren. Das klingt so, als hätte Prinz Florian die komplette Reise schon mal durchgemacht. Und wenn wir jetzt wieder dafür einfach nur irgendwo hinlatschen müssen, also nochmal mit dem freundlichen Poplin reden, um das dementsprechende zu erreichen, also den Ausgang in die Spezialwelten, dann wäre das auch etwas zu einfach. So, Bowser, du kriegst nochmal, hier, du wirst nochmal kurz eine kleine Runde lang beschnitten. Aber du hast ja noch ein paar, ne? Bleib einfach weiter da in der Mitte schweben, das scheint ein Top-Plan zu sein. Wirklich, also sehr, sehr toll. Die Poplins in der Mine haben uns wirklich geholfen. Wie nett von ihnen. Doch wir können jetzt nicht aufhören. Beeilen wir uns, damit wir bald den nächsten Königssamen finden. Okay, alright, 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 alrighty, righty, righty, ho. Genau, also hier fehlt eben noch der Haken, weil wir den Ausgang zur Spezialwelt noch nicht haben. Das heißt, wie so häufig bei den Leveln, sind es jetzt nicht nur die Level, sondern auch ganze Welten, bei denen ich sag, da müssen wir nochmal kurz rein. Und zwar, hier so zu dir? Nee, das ist, ich muss glaube ich schon gucken, dass da irgendwo links oder rechts irgendein Weg ist. Danke, ich danke dir, du hast alle gerettet. War das Fühlerabzeichen so nützlich, wie ich gehofft hatte? Nicht vergessen, dieses Abzeichen funktioniert auch in anderen Welten. Was meine Kollegen angeht, die sind alle zurück in die Mine gegangen. Aber ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht zu tief hineingehen solle. Ich, also alles sollte alles in Ordnung sein, hoffe ich. Hurra, Gesellschaft! Die Blumen sind wirklich einfach nur kein Spirit Animal, ein Spirit Plant. Einfach nur Hurra, Gesellschaft! So begrüße ich auch immer, wenn Leute hier vorbeischauen. Jetzt gucken wir mal. Der Ausgang wird wahrscheinlich in der Mine sein, ne? Erstmal nochmal kurz. Also die Leute, die jetzt noch dran sind in der Folge, die haben doch bestimmt schon drauf gewartet. Kurz ein bisschen Geld ausgeben. Cool. Doppelt. Nicht doppelt. Nicht doppelt. Nicht doppelt. Ballon. Hatten wir Ballon schon? Ich glaube nicht, ne? Kommt wohl noch. Wir werden uns vielleicht noch abballonen. So, ich gehe kurz unter 900. Dann sind wir für die nächste Folge schon mal vorbereitet. Und ihr seid dabei. Ja. Live bei der Vorbereitung. Den gelben Tod haben wir bald voll. Läuft echt gut, Mann.
Läuft echt richtig gut. It's a jam. Komm, wir gehen unter 800, Bruder. Und Schwester. Brudis und Schwestis. So, 799, geile Number, Alter. Wow. Das fühlt sich einfach fast so spaßig an wie Steuererklärung. Okay, so, hier gibt's irgendwo einen Ausgang. Zu einer Spezialwelt. Die Frage ist er dieses Mal verborgen? In einer der Level? Das würde mich persönlich etwas ankäsen. Zum Beispiel in der letzten Welt gibt es ja eigentlich so ein erstes Ziel oder in der Expedition da. Oder müssen wir einfach nur mal kurz runterlaufen? Und nochmal zu den Poplins in Not hineingehen. Ja, das war ja auch sehr kurz. Warum sollte man das eigentlich überhaupt nochmal spielen? Jetzt nun wirklich kein Level. Das ist eher so Beschäftigungstherapie. Hallo? Nein! Wirkt aber nicht so, als wäre das hier. Endlich können wir hier raus. Trotzdem eine ziemlich, also kommen wir manchmal doch wieder zurück. Na doch, ist neuer Dialog. Ihr macht ja wohl Witze. Habt ihr denn überhaupt nichts gelernt? Wie oft muss ich euch noch sagen, wie gefährlich es hier ist? Zeit nach Hause zu gehen und zwar sofort. Ihnen gefällt die Arbeit in der Mine wohl sehr gut, aber allmählich wird es albern. Tut mir leid, dass das schon wieder passiert ist. Nicht deine Schuld. Aber ich suche einen Ausgang. There we go. Ich wollte schon fast sagen, das wäre cool, wenn das sogar auch noch ein individueller Dialog gewesen wäre, obwohl man da nicht in die Spezialwelt kommt. Aber dementsprechend ist auch dieser Spezialwelteingang frei. Mit dem Donut-Abgrund, das heben wir uns alles auf, ne? Ich glaube, die letzten Folgen, rein Gameplay-technisch, ne? Werden die letzten Folgen von diesem Projekt hier am interessantesten. Ich habe mir auch schon so ein bisschen durch das ein oder andere Thumbnail oder die ein oder andere Folge auf einem anderen YouTube-Kanal dann doch auch etwas spoilern lassen, dass es auch so einen riesigen Abzeichentest irgendwie noch geben soll. Was jetzt auch kein riesiger Spoiler ist, sondern eher was, worauf man sich freuen kann, würde ich einfach mal sagen. Ich freue mich natürlich ebenso auf die nächste Welt, die chronologisch eigentlich schon die letzte Welt gewesen wäre. Also Welt Nummer 4 in der nächsten Folge und würde mich auch freuen, wenn ihr eine Bewertung und einen Kommentar da lasst, wenn euch das hier gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Also, ne, Welt Nummer 4, aber für uns halt Welt Nummer 5. Also, wir gehen auf alle Fälle in die nächste Welt, wo wir reingehen. Alter, ist hier in die wolkenlose Wüste. Danach die Magmatiefen, dann Finale, dann Spezialwelt, die ganzen krassen Extra-Level. Aber das geht ja jetzt wirklich schon sehr schnell. Mir fast etwas zu schnell mit den neueren Welten. Naja, so ist das wohl. Genießt es, solange es da ist. Der Mario. Oh, tschüss.